Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei World Betrayed in Total War Three Kingdoms mit Lü Bu. Wir werden hier gerade eben in Taishan angegriffen und ich werde versuchen, es zu verteidigen. Obwohl ich zugeben muss, dass das Städtchen offensichtlich nicht vorbereitet ist auf so einen Angriff und die Angreifer zahlenmäßig krass überlegen sind. Da sind einige G-Infanteristen auch noch mit dabei. Ich glaube, das sind sogar nicht mal Milizen. Ich glaube, das sind sogar richtige G-Infanteristen. Wir haben eine Mauer. So. Boah, ey, was ist hier? Komplette Breite. Nix los hier. Kann ich nichts aufstellen? Ich kann. Wisst ihr, das ist so doof, dass ich nichts außerhalb machen kann. Aber Sachen, die ich total scheiße finde. Also gut, der Angriff findet hier statt. Dann mache ich mal höchstwahrscheinlich hier zu. Und hier wollen sie hin. Hier zu und hier zu. Das heißt, sie müssen halt einfach mal hier komplett außen rum. Ich kann sie halt einfach nicht dazu zwingen, komplett außen rum zu gehen. Mir wünschen, ich könnte mehr solche Sachen machen. Kavallerie haben sie kaum. Man kann auch sagen, gar nicht. Ich denke, der beste Ort zu verteidigen wäre hier. Ich spare mir das Elend da vorne. Ich stelle meine Truppen tatsächlich einfach hier hin. Wir kämpfen nur hier, wo wir diese Türme haben. Hallo? Darf ich die jetzt endlich mal hier ausbreiten? Nee, darf ich nicht. Jetzt endlich. Achtung, Speerträger! So, Bogenschützen stellen sich jetzt hier in die zweite Reihe. Wahrscheinlich der beste Ort sein, das zu tun. Auf lange Sicht. Meine Männer werden eh nicht lang kämpfen. Sind wir mal ehrlich, werden sie nicht. Meiner Erfahrung nach rennen die wahrscheinlich gleich weg wie die Hasen. Aufpassen! Okay. Oh. Ich schmeiß das noch dahin. Das noch dahin. Und das noch dahin. Und den Rest warten jetzt einfach mal ab. Ich komme jetzt auf ganzer Breite an hier. Gut ist, dass die meisten von denen halt einfach G-Infanteristen sind. Das heißt, die bekommen halt durch das Anrücken durch die Türme sehr viel Schaden. Mhm. Sie erklimmen die Mauern. Ja, ja. Ach, sind sogar Krieger von Jö. Ah, okay, die sind nicht mal schlecht. Naja, für G-Infanterie sind sie nicht schlecht. Die Kavallerie hat ihre Pferde stehen lassen. Okay. Hör mal die Geschwindigkeit. Sie versuchen es an den Mauern. Naja, das habe ich mir schon gedacht, dass sie es an den Mauern versuchen. Wenn ich höre, dass sie da hochklettern. Ich weiß gar nicht, wie viele die jetzt hier verloren haben, aber ich glaube, es sind nicht viele, eher so einzelne. Ja, es sind eher so einzelne.
Wir müssen warten. Und hoffen, dass wir hier doch das anzünden, was wir bewegen können. Die Tore werden belagert. Tore werden belagert. Ich glaube, die Tore fallen gleich. Das trifft's eher. Na kommt schon. Put. Ey, jetzt ruckelt das hier. Warum? Das Spiel kommt mit sich selbst mal wieder nicht klar. Merkt ihr das? Sie greifen die Tore an. Bis für dieses Spiel. Die Tore sind zerstört. Bresche halten. Schön, dass du das alles so sagst. Na kommt schon. Schneller. Ich will, dass ihr hierher kommt. Hier werden wir original gar nicht reagieren, ne? Gehen wir mit dem hier um 1 runter, weil es eh nicht schnell läuft gerade eben. Also das hatte ich noch nie. Dass es jetzt hier so ruckelt, obwohl die eigentlich... Also ich kann es eigentlich selbst gerade eben... Das ruckelt. Was ist denn da los? Das hatten wir noch nicht. Also ich zumindest nicht. Die Stadt zu groß oder was. Aber eigentlich ist es nur eine Kleinstadt. Dann nehmen wir was Beeindruckendes. Oh, wie die Leute wegrennen. Guck mal. Kann man sie auch mal anschauen. Oh mein Gott. Sie kommen. Sie kommen. Warum ihr auch immer noch auf den Straßen seid, weiß ich nicht. Wir halten ja Einmarsch, als ob sie irgendwie was Tolles wären. Okay, Zentrum hier halten ist die Devise. Schöne 4 Türme. Bereit! Ich würde es ja gerne beschleunigen, aber bringt ja nichts. Ist ja trotzdem nur im Sekundentakt, wie ihr seht, ne? Ja, doch, jetzt wird es teilweise wieder schneller. Also ich habe so das Gefühl, wo die Einheiten sich so jetzt ein bisschen verteilt, aber lokal gebalkt hatten, da war es irgendwie ruckelig. Und jetzt, wo sie so nach und nach hier wieder zusammenkommen, wird es wieder besser. Ist aber nur so ein Gefühl. Das sollt ihr bitte sein lassen. Ich verballere nämlich jetzt hier gerade völlig unnötig eure Munition. Mit so viel bessere Ziele als diese Einheit hier. Die sind jetzt hier im Nahkampf. Und darin sind sie nicht mal besonders gut. So, auf die könnt ihr schießen. Oder vielleicht sogar auf die Bogenschützen hier. So, werft hier schnell Feuer hin. Oh, jetzt macht doch endlich. Na also, und zurück. Ihre Einheit flieht, Feindlinge. Haltet euch bereit. Gut, die fliehen. Jetzt können wir wieder schießen. Oh ja, lauf durch mit deinen Männern. Sei ein tapferes Schneiderlein. Achtung, Krieger!
machen! Pfeile! Trefft euer Ziel! Schieß auf die Infanterie! Achtung! Ich hoffe, dass sie jetzt hier auch noch gleich durchlaufen wollen. Es sieht so aus. Deswegen werfe ich jetzt hier schnell das Feuer auch noch dahin. Komm, werft, 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 werft. Werft. Die können es nicht. Nicht nachlassen. Die können das aus irgendeinem Grund nicht. Waffnet euch. Lasst den Tod auf sie regnen. Jetzt werft. Kommt, Feuer dahin. Es reicht doch eine Fackel. Seht, wie sie rennen. Feige. Es reicht eine vermaledeite Fackel. Ja, ich krieg keine Fackel. Los, los, los! Ich krieg keine Fackel, nee. Bogenschützen! Schieß mal auf den Bogenschützen da drüben noch. Bereit machen! Lauf! Achtung, Bogenschützen! Eintreten! Speere zur Hand! Okay, hier geht es daran. Bereit machen! Daran! Und ihr marschiert da. Schneller! Es ist soweit! So, schieß drauf. Hat eh gleich keine Munition mehr. Mhm. Ja, der General geht da jetzt natürlich durch. Bam, 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 bam. Feuern! Bogenschützen, bereit! Im Laufschritt! Wappnet euch! So, ihr dürft jetzt wieder schießen. Bogenschützen, haltet euch bereit! Schießt da drauf! Bereit machen! Da drauf. Oh, schieß auf die Jungs drauf. Oh nein. In den Kampf. Bereit machen. Jetzt schießt doch, mein Gott, ey. Bogenschützen bereit. Feuern. Bisschen vor allem, sie rennen halt auch raus, statt nach hinten, wo sie einigermaßen safe wären. Du die mal absitzen lassen, das bringt so nichts mehr. Bereit! Im Eiltempo! Aufpassen! Geschossen! Schießt! Feuer! Die Krieger fliehen! Das war's schon. Ah, das war's. Fuck. Lasst euren Zorn aus! Mano. Man kann die Städte ohne weitere Ausbauten nicht halten. Ist nicht drin. Muss die Generale ein bisschen zu bekämpfen, aber die Säbelinfanterie, also besser die Säbelkavallerie, die ja mal eine Säbelinfanterie jetzt hier geworden ist, hat da keine Chance. Unsere Männer fliehen. Ja, die fliehen jetzt auch gleich. Das war's. Knappe Niederlage, meint das Spiel. Knapp. Das finde ich auf jeden Fall mal. Das ist beinahe so, als ob das Spiel schleimen wollen würde. Nach dem Motto, hast du gut gemacht. In Wahrheit, nö. Mhm. Das ist bei Dong. Ach, der hat direkt angegriffen, der Penner da oben im Norden. Das habe ich nicht geahnt. Moment, Siedlung verloren, Taishan. Ja. Der hat da oben direkt attackiert. Bleibt aufrichtig. Na toll. Zurück auf Ausgangsposition. An die Waffen! Ist jetzt mal wieder echt super, ey. Das war jetzt natürlich nicht so Teil des Plans.
Kapitulation verlangen, macht er nicht. Belagerung fortsetzen. Wenn er rauskommt, hoffentlich im Arsch. Ja, sind wir hier. Machen dann Kongrong fertig, sobald wir können. Ich kann mir überlegen, ob ich das nochmal laden will. Ja, ich lade das. Da wäre mein Autosave. Tut mir leid, aber das war eigentlich so nicht gedacht. Ich gebe zu, da habe ich mich verguckt. Unachtsame Herrschaft führt zu Verachtung, Ärger und zur Revolution. Und deswegen machen wir das jetzt anders. Ihr müsst euer Volk zurückgewinnen. Erst durch Unterwerfung, dann durch weise Führung. Ich habe halt echt gedacht, dass er das nicht angreifen kann, sondern nur erstmal belagert. Das war mein Denkfehler. Ja, dabei hätte ich sehen können. China ist das Volk, nicht seine tyrannischen Kriegsherren. So, warte mal, hier habe ich 70%, hier sogar 95. Muss ja nur innerhalb des Stadtradius sein. Geduld fängt so. Jeden Feind. Jetzt mal schauen, wie es diesmal läuft. Und jetzt sieht es schon ein bisschen anders aus. Knapper Sieg, sagt das Spiel. Das delegiere ich tatsächlich. Jo. Die Dame ja, haben wir jetzt hier. Sogar episch. Was kann die denn? Die ist unachtsam. Unschlüssig, Gott und gütig. Oh Gott. Ja, komm, die kannst du behalten. Lass sie frei. Er ist zielstrebig. Friedlich. Ja, kannst du auch behalten. Lass sie frei. Sie. Da hole ich mir das Lösegeist. Ich bin nicht gnadenlos. Ja, so einfach kann sein. Eine einzige Umentscheidung und so schnell haben wir das Problem gelöst hier oben, ne? Hat es 3 Minuten das gedauert. Könnte viel Gutes hervorbringen. Dass du willst, dass die beiden heiraten, die sich total scheiße finden. Wir werden Zahlungen von Wang Lang erhalten, Heirat arrangieren. Wang Lang bietet euch die Ehe an. Ihr Charakter wird unserer Fraktion beitreten. Die Lü Ji soll also den hier heiraten. Verhandeln. Jetzt möchte ich erstmal wissen, was das für ein Typ ist. Nee. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Der wollte doch bloß seinen Sohn hier an eine Kaisertochter verheiraten. Das ist doch der Plan gewesen. Durchschaubares Manöver. So. Der mächtigste Baum lebt von seinen Wurzeln. Jetzt machen wir den hier voll fertig. Delegieren. Das Volk kann nicht zum Schweigen gebracht werden. Nice. Ich gönne mir jetzt hier. Ja, weiter Lösegeld. Sie kämpften nur für ihren Glauben. Wie der Wind, Bonuserfahrung. 625 ist halt einfach nix. Reckt euch immer Richtung Himmel. Aber es gibt trotzdem ein bisschen XP. Und Level-Ups. Sie kann jetzt hier ermutigen. Fernkampfblockchance für Nahkampfkavallerie. Ja gut, sie hat halt relativ wenig davon. Oder mehr Nahkampfangriffsrate. Und mehr rüstungsdurchdringender Schaden für die gesamte eigene Armee. Ich hätte halt gerne irgendetwas, das eventuell irgendwann mal hier mehr Nachschub bietet, aber das kommt erst hier. Also gut, gehen wir den Weg da unten. Was hast du für eine Rüstung? Mit 10 Autorität. Deckungskosten für feindliche Agenten. Gebt ihr das einfach wegen der Autorität.
Ansonsten habe ich hier nichts, was noch Autorität bieten würde. Okay. Und was machen die jetzt hier noch? Lehnt Korruption ab und übersteht das Elend. Dumm rumgammeln. Lehnt Korruption ab. Wird behaupten, dass wir hier... Ich mache das jetzt hier wieder genau so. Ich gehe da wieder hin. Und gehe wieder... Warte mal, oder? Ist besser. Genau, Hinterhalt. Bei 95% kann es eigentlich fast nicht schief gehen. So, und du gehst jetzt, wie besprochen, dahin. Und hier machen sie sich jetzt bereit, mir Ärger irgendwie einheimsen zu wollen. Ach Gottchen. Wahrscheinlich würde es mehr Sinn machen, wenn ich erstmal zurückkehre. Handelssiedlung von hier aus angreifen, ja. Zur Eroberung. Ich muss hier rüber und dann da angreifen. Kann ich eigentlich... Ich könnte... Ich hätte sehr, sehr gerne hier die stolzen Berge. Kaiserlichen Truppen, die kaiserlichen Torwachen. Das würde halt diese Truppe unfassbar mächtig machen. Denke gerade drüber nach. Aber bis jetzt haben wir einfach nur Billiginfanterie, ne? Wertlose Billiginfanterie. Was ist denn das? Bauernplünderer. Schwere Jilian-Kavallerie, fliegende Reiter. Tja, dumm. Kaiserliche Torwachen. Es lohnt sich sogar, das tatsächlich zu machen. Zwei Einheiten, aber nicht mehr. Mehr lohnt sich nicht. Jetzt habe ich noch 8000 übrig. Kann ich das hier aufs Maximum bringen? Sorgen für mehr Nahrung. Und den Rest spare ich. Unse macht nichts, Yuan Shao. Macht nichts, zumindest nichts Aktives. Nö, das tickert alles friedlich durch. Und wir haben jetzt die Jungs hier ebenfalls. Marschieren! Können noch mal so ein kleines Fitzelchen regenerieren für einen Turn. Was habe ich jetzt hier bekommen? Eine Leibwache. Ausweichen im Nahkampf für das eigene Gefolge. Habe ich eigentlich irgendwo einen Streiter? Ach, guck mal. Dienst dem Volk. Wie süß. Konzentriert euren Zorn. Wie süß. Was? Die sind beim Nachtangriff dabei? Speicher mal, weil ich das momentan noch nicht ganz glauben kann. Das konnte ich gerade fast nicht glauben, aber es hat funktioniert. So, was ist mit der schon wieder? Dem schon wieder listig, beeindruckend und feurig. Ja, den lasse ich trotzdem frei. Vereint sie mit ihrer Sippe. Sie haben genug gelitten. Und der nächste, bitte. Für China. Wir delegieren das auch in dem Nachtangriff. Das habt ihr schön gemacht. Diese Choreografie war beinahe hypnotisch. Schon wieder habe ich den Typen gefangen genommen. Der ist echt gut darin. Vereint sie mit ihrer Sippe. Ich hole mir jetzt mal hier diese 3% Sonder. Los jetzt! Warum mache ich jetzt hier schon wieder 1400 Minus? Machen uns auf. Es leuchtet mir nicht ein. Geduld fängt jeden Feind. Wo kommt denn das schon wieder her?
Ich verstehe es nicht. In den Krieg! Das hier wäre angeblich eine knappe Niederlage. Es sind aber auch eine Menge Gegner. Ich mach mal Belagerung fortsetzen. Was habe ich bekommen? Ach so, ja, die Leibwache. Ich weiß jetzt gerade eben nicht, warum ich auf einmal jetzt 1400 Minus mache. Das kann eigentlich fast nur an der Jahreszeit liegen. Beseitigt Zweifel. Mehr sehe ich da gerade eben nicht an Möglichkeiten. Den Nutztierhof upgraden. Kann ihn theoretisch auf das da bringen für 140 oder für 120? Eher 140. Ja, das mache ich jetzt endlich mal. Aber mehr kann ich gerade eben nicht ausgeben. Ist aber nicht drin. So ein Sö greift jetzt von mir was an. Und er ist nicht alleine. Der hat richtig was dabei. Eieieiei. Ich habe gewusst, dass es natürlich zu Angriffen kommen wird, aber dass da jetzt so ein Angriff aus dem Nichts kommt, überrascht mich. Na gut, das ist alles südlich, glaube ich, des südlichen Flusses. Ich möchte eigentlich erstmal alles, was nördlich des Flusses ist, zu meinem Gebiet machen. So. Das heißt, ich kann hier ein Feuerchen hinschmeißen. Sorge dafür, dass die Kavallerie nicht... Hallo? Okay, jetzt endlich. Er hat halt auch ein bisschen Kavallerie, ne? Hier hat er auch ein bisschen Kavallerie. Mhm. Machen wir hier so zu. Es ist soweit! Schwertkämpfer! Infanterie dahin. Achtung, Krieger! Der Plan ist es, ihn hier einfach zu blocken. Block ihn jetzt einfach weg und hoffe, dass er an der Stelle jetzt hier mit seiner gesamten Truppe verbrennt. Achtung! Antreten! Haltet euch bereit! Antreten! So. Wie beim letzten Mal. Versuchen wir sie einfach niederzureiten. Und hoffen, dass es klappt. Es ist soweit! Schwerter geschärft! Aufpassen! So, da la. Ja, go. Achtung, Krieger! Bereit euch! Schneller! Achtung! Feindliche Verstärkung ist hier! Ja, das habe ich schon irgendwie kommen sehen. Die sammeln sich erstmal. Achtung! Und hier greifen sie schon an. Sind das Chamajan-Infanterie? Dann Maijan-Infanterie. Gut im Nahkampf. Rundumangriffe. Ach so, das sind auch diese Zweihand-Dudes. So viele Geschosse. Oh, das wird so wichtig, das jetzt hier anzuzünden, wenn die da reinrennen. Come on, come on. Bereit! Bereit machen! Achtet euch! Ich hoffe, die kommen jetzt. Das ist doch so verlockend. Das können die doch eigentlich nicht ablehnen hier, dass ihr...
So, ein Teil von denen ist jetzt hier schon im Feuer drin, okay. Viele von denen schwanken schon, das ist gut. Und der Beschuss hat aufgehört. Das ist noch besser. Lol. Die feindlichen Krieger rennen. Nice. Sehr nice. Natürlich flieht da oben jetzt eine Kaff von mir. Ist klar. Scheiße. Und die kommen jetzt hier kaum rein. Sind die vernichtet? Das ist das Wichtigste, dass sie vernichtet sind. Die Jumbajan-Typen hier, ja, die sind immer noch da. Das ist ein großes Problem. Wir werden zurückgedrängt. Ich weiß. Jetzt greift doch an. Kannst du 50 mal klicken, interessiert das Spiel nicht. Hier sind schon so gut wie weg. Okay, die sind erledigt. Die sind erledigt. Jetzt machen wir nur noch die Generäle weg. Wir hoffen, dass das so ohne weiteres klappt. Noch kamen die hier nicht. Seht, wie sie rennen. Okay, der General flieht. Jetzt müssen wir den anderen noch niedermetzeln. Achtung, Krieger! Bewegung! Lauf, lauf! Okay, also die wollen ja anscheinend nicht kämpfen, die Kavalleristen. Deswegen lasse ich sie jetzt einfach mal. Und der hat auch gleich keine Lust mehr. Na? Den Eindruck, die ziehen sich vollständig zurück. Es ist soweit. Nur der Typ nicht. Bereit. Der will unbedingt totgeschossen werden, kann das sein? Seht, wie sie rennen, Feige. So, erledigt. Das heißt, ihr könnt jetzt darüber marschieren. Ich glaube, von dem ist auch nicht mehr viel zu erwarten. Der hat sich gesammelt. Was für ein frecher Knilch. Er wird jetzt hier beschossen. Oh. Taktisch. Komm, Pfeile. Treff den Typen mal. Mein Gott, treff den Typen. Ah, ne, er hat jetzt wieder minus 16. Hat sich jetzt gerade eben dazu entschieden. Ah, ich will doch nach Hause. Okay. Marschiert schnell! Sehr gut. Ah, die brennen mir hier die Bude ab. Das machen die hier gerade eben. Das kann mein Plan ja übel vereiteln. Das kann ihn echt vereiteln. Vor allem, wenn das Feuer jetzt hier auf das hier überspringt. Ich hoffe, es tut's nicht. Bis jetzt tut's das nicht. Ne, der Turm ist einfach nur kaputt. Bis jetzt hält das Ding hier. Ja,
Followed jemand. Herzlich willkommen. Hauen die immer noch ab? Oder kommen die jetzt wieder? Die kommen wieder. Die frechen Knilche. Alles klar. Das hier versuchen sie nicht anzugreifen. Jetzt schießen sie individuell auf meine Einheiten. Okay. Der Spaß fängt jetzt erst richtig an. Los! Los! Lauf! Antreten! Klingeln! Los! Los! Stell euch auf! Und kommt ran! Ja, kommt doch! Bei euch habe ich gewartet. Jetzt ballern die ganze Zeit hier. Oh Mann. Ich will dir doch die Folge beenden, ey. Jetzt kommt doch ran, ey. Das wird mal wieder eine Sonderlänge. Naja, das Gute ist, meine Jungs haben 60% Geschossabwehr. Das heißt, die meisten ihrer Geschosse bleiben hängen. Oh. Bitte das hier nicht anzünden, das ist noch wichtig. Ich hab immer ein bisschen Schiss, dass das abfackelt. Es ist soweit! Ja, jetzt kommen sie. Jetzt, wo der Turm brennt, kommen sie. Oh no! Uns echt hinbekommen. Aber vielleicht rennen sie ja trotzdem durch. Ich meine, sie müssen ja, wenn sie rein wollen. Berittene Lanzenmiliz. Ja, die rennen rein. Alles klar, die rennen rein. Die machen den Fehler, wie ich mir gewünscht habe. Achtung, Krieger! Nicht nachlassen! Zeigt keine Gnade! Ich muss im Feuer halten. Meine einzige Chance. Was passiert da hinten? Da hinten kämpfen sie noch. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich das gewinnen kann. Viele rennen durchs Feuer, aber es bewirkt halt hier nichts. Weil der Kampf leider nicht mehr im Feuer stattfindet. Seht, wie sie rennen. Oh, das war gut. Feige. Wartet euch! Angreifen! Es ist soweit! Die Infanterie schlägt jetzt die Lanzen in Kavallerie. Oh nein, bitte nicht wegrennen, Männer! Oh nein! Das ist nicht gut. Wisst ihr, die rennen halt auch gleich für immer weg. Natürlich rennen die vielleicht für immer weg. Weil man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, toll. Meine gesamte Verteidigungslinie ist zusammengebrochen. Der Moment, wenn man eine Horde Feiglinge kommandiert. Das ist ärgerlich mal wieder. Achtung, Krieger! Auch Moral 7. Ich hätte übrigens noch, ach Gott, ich hätte den ganzen Scheiß noch werfen können. Ich habe völlig vergessen, dass ich es hätte machen können. Ich vergesse das immer wieder.
Oh nein, ich hätte überall noch Krähenfüße werfen können. Fuck. Ja gut, bin ich selbst schuld, ne? Es ist soweit! Ihr sind geschlagen. Ihre Einheit flieht. Jetzt greife ich den hier noch in den Rücken an. Kavallerie bereit machen! Haltet euch bereit! Das interessiert diese Wache der Magd gar nicht. Boah, Mann. Das ist eine bessere Einheit. Das habe ich auch nicht gewusst. Nee, auch hier hinten haben wir verloren. Nee, es ist nicht so halt. Ich glaube, auch mit den Krähenfüßen hätten wir das hier nicht wirklich geändert. Nicht maßgeblich. Muss ich jetzt einfach damit leben, dass es passiert ist. Okay, also ich mache es hier noch. Das hier so gut ich kann. Kann aber an der Stelle jetzt schon sagen, danke für eure Aufmerksamkeit, ne? Werden wir halt beim nächsten Mal wieder irgendwas erobern müssen. Werden wir schon hinbekommen. So. Metzel, Metzel, Metzel. Die Wache der Markt. Sind noch 11 Mann. Und die haben Moral. Das knallt. Das ist das, was ihn am meisten beeindruckt. Ihre Moral. Während meine eigenen Leute hier anfangen schon wegzurennen. Noch 8. 6 minus 1 erledigt. Ja, jetzt schaue ich mal, ne? Dem Rest macht man hier natürlich nicht mehr viel. Bis dahin. Da komme ich jetzt natürlich nicht durch. Entschuldigung. Muss da komplett außen rum. Ach, jetzt tun sie es doch. Halt, 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 halt. Ich habe den Scheiß hier immer noch hingeworfen. Das war. Die feindlichen Krieger rennen. Okay. Ich habe immerhin noch einmal so Krähenfüße hingeschmissen. Naja, was soll's. Das Ende war jetzt gerade eben äußerst holprig, das gebe ich zu. Jetzt schauen wir nur noch ganz kurz, was wir noch verloren haben. Und ich verabschiede mich jetzt von euch mit 13 Minuten Überlänge. Mit einer sehr, sehr seltsam verlaufenden Schlacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schöne Zeit. Oh, ja. Tschüssi und ade.